Hey Fans, hier ist der Gira Quick Tipp. Heute alle Infos rund um den Pokémon Go Community Day im August mit Evoli. Los geht's! Zum Erstaunen aller Trainer hat Niantic angekündigt, dass Evoli zum zweiten Mal Star eines Community Days wird, nämlich schon diesen Monat. Wenn man genauer darüber nachdenkt, ergibt das aber auch Sinn. Der letzte Evoli Day fand über ein Wochenende vor fast genau 3 Jahren statt und inzwischen sind nicht nur 3 weitere Evolutionen mit Glaceola, Folipova und Felinara dazugekommen, es haben auch etliche Trainer diesen ersten Evoli Day verpasst, weil sie erst in den letzten 3 Jahren mit Go angefangen haben. Und es gibt eine super Möglichkeit, neue Attacken für die einzelnen Evolutionen zu erhalten. Wie beim ersten Mal ist der Evoli Day wieder ein Community-Wochenende über 2 Tage, damit auch wirklich jeder Spieler die Chance hat, jede Evolution als Shiny zu erhalten. Sehen wir uns also an, was wir vorbereiten müssen, um wirklich alles aus dem Evoli Community Day herauszuholen. Vorab kann man versuchen, ein paar gute Evolis zum Entwickeln vorzubereiten. Aktuell gibt es Evoli aus dem Entwickle ein Pokémon Quest. Jedes Evoli aus dieser Feldforschung hat immer mindestens 10 Punkte in allen 3 Werten. Oder man tauscht sich ein Evoli glücklich. Dann sind die Minimalwerte sogar 12 und die Chance auf ein richtig gutes Exemplar ist ziemlich hoch. Da diesmal mit Psyana und Nachtara kompliziertere Entwicklungsmethoden Teil des CDs sind, kann man Evolis schon vorlaufen, also mit Evoli als Buddy 10 Kilometer laufen, um es dann an diesem Wochenende zu entwickeln. Wollt ihr genaueres zu Evolis verschiedensten Entwicklungsmethoden wissen, empfehle ich euch das Video oben rechts. An diesem Wochenende sind Bälle unheimlich wichtig. Angenommen, ihr habt Zugang zu guten Spawns und ausreichend Pokestops, kann man locker 1000 bis 1500 Evolis in dieser Zeit fangen. Das geht natürlich auf die Ressourcen. Also Bälle sammeln, so viel ihr könnt. Wenn ihr nur einmal zwischen Samstag und Sonntag die Box aussortieren wollt, sind das also 750 freie Plätze Minimum. Außerdem hilft auch ein Superkumpel oder höher dabei, verworfene Bälle zu sparen. Als Bonus gibt es an diesem Tag 4-fache Brütgeschwindigkeit. Das heißt, ein 10-Kilometer-Ei braucht in einer normalen Brutmaschine nur 2,5 Kilometer. Mit Superbrutmaschinen geht es dann zusätzlich nochmal 1/3 schneller. Es wäre vielleicht schlau, bis zum Evoli Day ein paar 12-Kilometer-Eier einzusammeln und diese erst zum Start um 11 Uhr in die Brutmaschinen zu werfen. Evoli ist vom Typ Normal, daher solltet ihr an diesem Tag ein Normal-Pokémon Mega entwickeln, um extra Bonbons abzustauben. Zum jetzigen Zeitpunkt kommen dafür Mega Tauboss und Mega Schlappohr in Frage. Fangt ihr jedes Evoli mit Sananabeere, habt ihr mit einem dieser Mega-Pokémon also immer 7 Bonbons und die häufen sich schnell an. Es ist übrigens nicht nötig, das Mega als Kumpel drin zu haben, es genügt völlig einfach die Entwicklung auszulösen. Haben wir Glück und während des Tags teilweise bewölktes Wetter im Spiel, wird Evoli den Wetterboost haben, dann taucht es deutlich häufiger mit hohen Leveln auf und die Chance auf XL-Bonbons erhöht sich. Um ein Evoli oder eine seiner Entwicklungen auf Level 50 zu bringen, benötigt man 296 XL-Bonbons. Achtet also auf das Wetter und fangt vor allem die Evolis ab 900 WP aufwärts. Dann sollte es kein Problem sein, mindestens 2 Exemplare auf Maximallevel zu pushen. Für welche Evolution sich das besonders lohnt, schauen wir uns später im Video an. Während des Community Days gibt es wieder eine Feldforschungsaufgabe. Fange 3 Evoli aus der Items und Begegnungen, aus denen die Evolis immer mindestens 10 IV haben kommen. Die Chance auf ein gutes Shiny aus diesen Quests ist also ziemlich hoch. Zusätzlich gibt es wie immer für 1 Euro die Community Day Spezialforschung, aus der ebenfalls Evoli-Begegnungen und Bonbons kommen. Macht ihr Schnappschüsse, könnt ihr an diesem Tag bis zu 5 Evoli als Fotobomb bekommen. Und die Community Day Box enthält dieses Mal 50 Hyperbälle, 5x Rauch, eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM. Nifty! Auch nice, Rauch- und Lockmodule halten an diesem Tag 3 Stunden an. Wir können also wieder Rauch stapeln für bis zu 24 Stunden. Die Evolutionen sind allesamt schon immer gute Pokémon gewesen, das eine mehr und das andere weniger. Und alle haben unterschiedlichste Einsatzgebiete. Mit diesem Evoli Community Day 2.0 wird es nicht wie beim letzten Mal Zuflucht für alle geben, sondern jede Evolution erhält seine eigene neue Lade- oder Sofortattacke für seinen Movepool. Nur Evoli selbst wird diesmal Zuflucht erlernen können.
Aquana erhält die Wasserladeattacke Siedewasser, die leider in Pokémon Go sehr schlecht ist. Nur Sammlermaterial, fürchte ich. Aquana sollte stets mit Nassschweif ausgestattet sein, es ist einer der besten Arena-Verteidiger. Blitzer bekommt Blitzkanone und wird dadurch leider auch nicht besser. Ebenfalls nur ein Sammlerstück. Flamara erhält keine Feuerattacke, sondern die überaus mächtige Kampfattacke Kraftkoloss. Hilft ihm leider aber auch nicht viel, denn in der Kampfliga sollte man besser einen großen Bogen um das flauschige Flamara machen. Und das wäre der einzige Ort, an dem Kraftkoloss Sinn ergeben würde. Es ist ein guter Budget-Feuerangreifer mit Feuerwirbel und Hitzekoller. Psyana erhält an diesem Wochenende Spukball als neue Ladeattacke. Da Psyana aber sehr squishy ist, wird die Go-Kampfliga trotzdem nicht plötzlich von ihnen überrannt. Bleibt man bei Konfusion und Psychokinese, hat man einen super starken und günstigen Budget-Angreifer. Jetzt wird's interessant. Nachtara erhält Psychokinese. Nachtara ist schon eins der prominentesten Superligisten und seit es XL-Bonbons gibt, stiftet es auch in der Hyperliga Unruhe. Mit Psychokinese wird es nochmal besser, weil es nun etwas gegen Kampf-Pokémon, eine seiner Schwächen, im Petto hat und die durch das letzte Update verstärkten Gift-Pokémon in den Ligen ebenfalls damit besiegen kann. Das Ding ist nur, dass es ohne Zuflucht nichts mehr gegen andere Unlicht-Pokémon tun kann und das Mirror-Match verliert. Aber allein der Umstand, dass Nachtara jetzt Psychokinese haben könnte, wird das Pokémon deutlich mehr Schilde fallen sehen lassen. Ein 100%iges Nachtara kann auf Level 50, also mit kompletten XL-Bonbons, in der Hyperliga mitspielen und ist wahrscheinlich die beste Wahl für eure XL-Bonbons. Folipurba erhält eine neue Sofortattacke, Kugelsaat. Dadurch kann es seine Ladeattacken deutlich schneller aufladen als mit Rasierblatt. Folipurba ist ein ausgezeichnetes Pflanzen-Pokémon, mit denen man die Boden- und Wasser-Rockets sehr gut schlagen kann, weil es deutlich mehr aushält als Roserade zum Beispiel. Mit Kugelsaat spart man an Stärke und erhält dafür Schnelligkeit. Glaziola, mein MVP-Pokémon, bekommt Aquawelle als neue Ladeattacke und obwohl ein bisschen Vielseitigkeit nicht schadet, Aquawelle ist ein mittelmäßiger Move. Schade. Es bleibt mit Eissplitter und Lawine aber eins der besten Eis-Pokémon für Raids. Und schließlich unser Neuankömmling Felinara bekommt Psychoschock als neue Ladeattacke in den Pool. Ein super Upgrade, da es so eine seiner zwei Schwächen, Gift, ausschalten kann. Unterschätzt Felinara nicht, es ist wirklich sehr gut in der Superliga, besonders jetzt mit Psychoschock. All diese neuen Attacken können wir unseren Evolis bei der Entwicklung im Zeitraum von Freitag 19 Uhr, also schon vor dem eigentlichen Community Day, bis Montag 19 Uhr beibringen. Also genug Zeit, auch Nachtara zum Beispiel zu entwickeln. Zusätzlich benötigt Evoli in dieser Zeit nur 7 statt die üblichen 70 Kumpelherzen, um sich zu Felinara zu entwickeln. Sehr cool, dass Niantic daran gedacht hat. Ja, und mit diesen Infos solltet ihr bestens gerüstet sein, um den zweiten Evoli Community Day wie ein echter Trainer-Profi zu begehen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und hoffentlich ein paar gute Shinies. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Adios, Otakwasso!